Papa, beeil dich mal. Ja, ich komm ja schon. Sagt mal, Leute, ich möchte mich ja nicht beklagen, aber müssen wir so viele Sachen mitnehmen, die man kühlen muss? Eher nun wieder. Machen wir einmal ein Picknick. Ja, ich meine ja nur, aber wir spazieren hier schon seit Stunden und ich wank ja hier im Park herum und wir können uns immer noch nicht entscheiden, wo wir bleiben sollen. Ah, willst du dir das Picknick ruinieren, weil du an der falschen Stelle sitzt? Das ist nun mal eine schwere Entscheidung. Ja, das kann man laut sagen, vor allem mit einem 300 Liter Kühlschrank auf dem Kopf. Sagt mal, Leute, wie wär's mit dort? Sollen wir dort hingehen? Nee, das ist krass zu hoch. Ja, und wie wär's mit da? Nee, das ist Gras viel zu kurz. Und hier? Nein, das ist Gras zu grün. Ja, jetzt langt. Ich bin derjenige, der das Geld verdient. Und ich bestimme, wo gepicknickt wird. Und ich sage, hier ist ein perfekter Platz. Hier bleiben wir. Also gut. Ja. Ach, hier. Ja. So. Hey. Hört ihr das Zirpen der Grillen? Papa, ich glaube, das sind keine Grillen. Ich bestimme hier, ich verdiene das Geld. Und ich sage, das sind hier zirpende Grillen. Das sind ja stark spuckende Grillen. Aber es sind Grillen. Schatz, hast du vielleicht wohl eine Serviette für mich, bitte? Tagesangebot. Grießklößchensuppe von Dr. Tiede, nur 69 Cent. Ach, da bist du ja. Bin immer ein bisschen nervös, wenn du im Supermarkt so lange weg bist. Ach, Schatz, weißt du, ich habe mir nur eine harmlose Kleinigkeit gekauft. Ist das die harmlose Kleinigkeit? Bingo. Die ziehst du sofort wieder aus. Was glaubst du, wer vor dir steht? Ein selbstüberschätzter Schlumpf, der sich gleich alle Knochen brechen will. Ja, spotte du nur. Aber weißt du, wie sie mich früher in der Schule nannten? Rollerboy! Ah ja, Rollerboy. Und was hast du da auf deinem Jackett? Na, hier, das sieht nach Käse aus, riecht nach Käse, das ist Käse. Wie kommt das auf dein Jackett? Keine Ahnung. Bitte eine Reinigungskraft zur Käseabteilung. Zieh mich nicht so an, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, denn schließlich bin ich Rollerboy! Hilfe, Schatz, ich komme nicht an die Konservendose! Hahaha, das ist dein Job für Rollerboy! Auf und davon! Reinigungskräfte, bitte in die Konservendosenabteilung. Keiner stoppt Rollerboy! Aus dem Weg! Reinigungskräfte, schmeißt den Typen raus! Nina, wer ist denn auf der Party, dass du so viel Make-up auflegst? Komm schon, verrat's deiner Mutter. Wer kommt auf diese Party? Sag mal, schmierst du dir das Make-up in die Ohren oder bist du taub? Mama, das hat so ein Junge und ich möchte hübsch für ihn aussehen. Du bist doch noch viel zu jung für so viel Make-up. Na komm schon, ich möchte echt nur hübsch aussehen. Du siehst aber nicht hübsch aus, sondern als ob du in den Farbtopf gefallen wärst. Mama, ich bin jetzt erwachsen. Ja, ist das heute kurvig wieder. Sorry. Die Bodenwelle, die war gestern noch nicht hier. Oh, Nina, wir sind jetzt gleich da. Und? Wie sehe ich aus? Perfekt. Nicht, als ob ich in den Farbtopf gefallen wäre? Nein, eher, als ob der Farbtopf auf dich gefallen wäre. Na, ich kann nicht mehr. Wir spielen jetzt schon seit über einer Stunde. Linda, aber ich muss trainieren, sonst wechselt mich der Trainer in dem Leben nie mehr ein. Okay, aber nur... Hast du dich verletzt? Was ist mit deinem Finger? Er ist gebrochen. Er ist gebrochen. Schnell in meiner Tasche sein Erste-Hilfe-Set. Der Notarzt ist schon unterwegs. Oh, der ist gebrochen. Der bleibt für immer krumm. Aber du hast den falschen Kasten dabei. Wieso denn falsch? Richtig, er geht doch gar nicht mehr. Gib her. Das ist ein Maniküre-Set. Eben. Linda, du hast dir den Nagel gebrochen. Ja, es wird Wahnsinn. Das ist wie schrecklich. Ich kann nicht hinsehen, sag mir. Ist der Nagel lang noch zu retten? Papa, ich bin müde. Ich hab Hunger. Papa, ich hab Durst. Schatz, kannst du dich dann endlich entscheiden? Die Kinder können nicht mehr. Wir irren jetzt seit eineinhalb Stunden durch den Park. Ich hatte den perfekten Platz. Aber ihr fangt ja gleich wegen ein paar Wassertropfen an zu jammern. Paar Wassertropfen? Wir wurden besprengt wie ein Spinatfeld. Ach, komm schon, Molly. So wächst du wenigstens schneller. Na gut, wenn ihr schlechte Laune habt, dann sagt es doch gleich. Wir haben keine schlechte Laune. Wir haben nur keinen Platz zum Picknicken. Okay. Euer Superpapa findet euch jetzt einen super Picknickplatz. Ja. Und zwar, Hier,
Hier? Ja, ist doch ein toller Platz. Unberührte Natur, eine frische Brise, eine fantastische Aussicht. Auf den Hauptbahnhof. Ja, und da gehen wir auch hin. Ich schmeiß noch eine Pizza. Ja! Jetzt geben sie wieder Gas. Goofy und Max. Gleich bei Kabel 1. Yeah.